CSU der Kollege Thorsten Frey. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat so, dass wir diese Debatte und auch der Europäische Rat Ende dieser Woche in einer Zeit stattfinden, die sehr herausfordernd ist, aber die gleichermaßen natürlich auch Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Und in dieser Zeit, glaube ich, ist es wichtig, die Europäische Union und Europa nicht zu spalten, sondern zusammenzuführen und zu guten Ergebnissen zu bringen. Das beziehe ich auf die 28 respektive 27 Mitgliedstaaten. Das beziehe ich aber auch auf die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union. Und deshalb rate ich dazu, auch unter dem Gesichtspunkt von Chancen und Risiken hier keine ideologischen Debatten zu führen, sondern vor allen Dingen das Augenmerk darauf zu richten, was den Menschen nutzt, was sie schützt, was sie weiterbringt, was den Rahmen auf europäischer Ebene verbessert. Und wenn man das tut, dann glaube ich, muss man vom Ziel her denken und fragen, wo haben wir die Aufgaben, die Herausforderungen, wo wir einen europäischen Mehrwert sehen können. Es ist nicht so, dass alles, was europäisch gelöst wird, automatisch gut gelöst wird. Genauso wie nicht alles gut ist, was automatisch national gelöst wird. Dafür habe ich einen viel zu subsidiären Politikansatz, um so zu denken. Aber wenn man sich fragt, welche Aufgaben können wir denn überhaupt nur supranational lösen oder jedenfalls sehr viel besser, dann glaube ich, ist eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und auch Entwicklungspolitik im europäischen Maßstab exakt die richtige Antwort. Und es ist überhaupt das Thema, von dem die Menschen auch überzeugt sind, dass man europäisch bessere Lösungen erzielen kann. Graf Lambsdorff hat vorhin in seiner Rede darauf verwiesen, wie viel Geld man einsparen kann, wenn man in Europa gemeinsam Sicherheits- und Verteidigungspolitik macht. Damit hat er selbstverständlich recht. Ich will aber ausdrücklich sagen, uns geht es nicht darum, 10 Milliarden Euro zu sparen. Uns geht es um mehr Effektivität in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben doch zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass beispielsweise die USA, ich könnte aber auch über Russland oder China sprechen, über 600 Milliarden Euro jedes Jahr für Sicherheit und Verteidigung ausgibt und die europäischen Staaten zusammen etwa 200 Milliarden. Das ist doch alleine schon ein Problem. Und das zweite Problem ist dann, dass wir mit diesem Drittel, das wir ausgeben, nur 15% der sicherheitspolitischen Leistungsfähigkeit der Amerikaner erreichen. Das ist ein Riesenproblem und das hat nichts mit Militarisierung zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir Europäer nicht in der Lage sind, unsere Aufgaben selbst zu lösen. Was glauben wir denn eigentlich, wenn wir uns über die USA beklagen? Außenpolitik wird auch vor dem Hintergrund von Interessen gemacht. Was bilden wir uns eigentlich ein, dass die USA unsere Interessen in unserer europäischen Nachbarschaft verteidigen soll? Wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht. Und wenn es unsere Themen und unsere Interessen sind, dann müssen wir uns auch so stark machen, dass wir unsere Aufgaben lösen können. Und das ist in der Debatte angesprochen worden. Was ist denn im Nahen und Mittleren Osten, in Syrien? Europa spielt keine Rolle, aber wir tragen die Konsequenzen davon. Europa trägt die Konsequenzen und Deutschland in ganz besonderem Maße. Und wenn uns dazu keine Antwort einfällt, dann ist das ein Armutszeugnis für unser Parlament. Und deswegen setzen wir uns nicht für das Einsparen von Mitteln ein, sondern wir setzen uns dafür ein, dass wir investieren in deutsche und europäische Sicherheit. Das ist unsere Verantwortung. Und man könnte die Themen weiter aufspannen, etwa wenn es um eine gemeinsame Sicherung unserer europäischen Außengrenzen geht, wenn es um einen gemeinsamen Ansatz in der Asyl- und Migrationspolitik geht, wenn es darum geht, dass Fluchtursachen in den Herkunftsländern eben auch gemeinsam in Europa besser zu bewältigen sind, als wenn man es einzeln macht. Das sind Themen, wo wir einen klaren europäischen Mehrwert erkennen und wo wir deshalb auch dafür plädieren, stärker europäisch zusammenzuarbeiten. Und da sind wir jetzt auf den richtigen Pfad gekommen. Aber lassen Sie mich zum Schluss auch sagen, ich hatte eingangs gesagt, nicht alles, was man europäisch macht, ist deshalb besser.
Ich stelle schon fest, dass man gerade, wenn man beispielsweise über die Sozialunion spricht oder auch andere Themen, dass man versucht, linke politische Vorstellungen in einem europäischen Maßstab leichter durchzusetzen als in einem nationalen. Ich will an der Stelle schon sagen, es ist einerseits wichtig, dass wir soziale Mindeststandards nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa haben. Aber wenn das am Ende dazu führt, dass es für die einen sich zu einem bürokratischen Monstrum ausweitet und für die anderen jegliche Chance auf Erlangung von Wettbewerbsfähigkeit beseitigt, dann ist es nicht das, was den Staaten und den Menschen in Europa weiterhilft. Letztlich geht es nicht darum, dass wir Nivellierung in Europa betreiben, zuletzt noch auf niedrigstem Niveau, sondern wir wollen ein wettbewerbsfähiges Europa. Und das setzt eben auch voraus, dass man um die besten und um die guten Lösungen ringt. Und deswegen muss man ganz genau aufpassen, nicht überall ist Europa die richtige Antwort, aber bei vielem. Und das sollten wir klar herausarbeiten. Herzlichen Dank. Damit ist die aktuelle